Alle Aufschläge, die ihr gerade gesehen habt, hatten eine Gemeinsamkeit. Sie waren alle falsch. Und ein ordentlicher Schiedsrichter bei einem richtigen Wettkampf müsste euch alle Aufschläge abziehen, beziehungsweise euch einmal verwarnen und danach beim zweiten Mal spätestens müsste er alle Aufschläge abziehen, dem Gegner den Punkt geben. Ein großes Problem, was bei den Aufschlägen war, vielleicht findet ihr auch jeweils den Fehler heraus, ist vor allen Dingen das Werfen. In den Regeln steht, der Ballwechsel und somit der Aufschlag beginnt damit, dass der Ball im Handteller der ruhig gehaltenen freien Hand liegt und anschließend nahezu senkrecht 16 cm nach oben geworfen wird. Der Ball darf dabei von keinem Körperteil und auch nicht vom Schläger verdeckt werden. Er darf keine Rotation bekommen beim Hochwerfen und muss vor allen Dingen hinter der Grundlinie und über den Tisch hochgeworfen werden. Wie kann man das trainieren? Das sind häufige Fehler. Worauf kann man achten? Hier kommen ein paar Trainingstipps. Zunächst, immer den Ball in den Handteller legen. Für manche ist das erstmal gewöhnungsbedürftig, aber das ist ein einfacher Fehler, den der Schiedsrichter auch sofort sieht, wo man nur unnötig dann Probleme bekommt, vor allen Dingen, weil das keinen großen Vorteil bringt, den Ball in die Finger zu legen. Man darf sowieso keinen Spin geben, den Ball beim Hochwerfen. Darum ruhig den Ball immer in den Handteller legen. Zweitens, hinter dem Tisch und über dem Tisch ausholen. Ein guter Trick dabei ist, Finger sowie den Daumen dazu zu benutzen, die Regel einzuhalten. Also, versucht, dass der Daumen über dem Tisch bleibt, dann kann nicht passieren, dass ihr unter dem Tisch ausholt. Genauso bei Rückhand könnt ihr versuchen, dass die Finger den Tisch berühren, bevor ihr hochwerft. Dann kann es nicht passieren, dass ihr unter den Tisch geht mit der Hand. Der Ball soll mindestens 16 cm hochgeworfen werden. Wie kann man das erreichen? Was sind 16 cm? Wie viel ist das ungefähr? Das ist ungefähr so viel wie das Netz. Das Netz ist 15,25 cm hoch. Das heißt, wenn ihr etwas mehr als Netzhöhe wirft, reicht das schon. Das ist gar nicht so viel. Ihr könnt den Schläger halten, der ist ungefähr so hoch wie das Netz, und hinter dem Schläger den Ball hochwerfen. Wenn er über den Schläger drüber kommt, ist der Aufschlag ausreichend hochgeworfen und korrekt. Der Ball soll nahezu senkrecht hochgeworfen werden. Was heißt nahezu senkrecht? Nahezu senkrecht heißt, das ist der dritte Tipp, der Ball muss einen relativ steilen Winkel haben in seiner Flugkurve. Umso höher ihr also den Ball wirft, umso mehr kann der Ball auf einer anderen Stelle runterkommen, wo ihr hochgeworfen habt. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch eine Schüssel oder eine Kiste auf den Boden stellt, den Ball hochwirft und den Ball in die Kiste fallen lasst. So könnt ihr erreichen, dass ihr immer einen geraden Wurf habt. Umso höher ihr wirft, wenn ihr über den Kopf wirft, dann kann der Winkel größer werden. Umso flacher ihr wirft, umso weniger darf der Ball variieren. Also am besten da hochwerfen, wo ihr den Ball auch treffen wollt. Nicht in der Mitte anfangen und den Ball dann hier hinten auf der Grundlinie treffen. Umso höher ihr wirft, umso besser. Ihr habt jetzt die wichtigste Regel für den Aufschlag und somit die Grundlage für einen korrekten Aufschlag gelernt. In den folgenden Videos können wir uns nun also um die Details kümmern, wie wir unseren Aufschlag effektiver und besser einsetzen können.